Die Negativschlagzeilen für Samsung reißen nicht ab. Das Debakel um brennende Akkus im Galaxy Note 7 hat weitreichende Konsequenzen. Immer mehr Fluggesellschaften verbannen das Pannentelefon des südkoreanischen Smartphone-Marktführers aus ihren Flugzeugen. Zu den Airlines gehören unter anderem Austrian Airlines, Air Berlin, die japanischen Fluggesellschaften Alitalia, Air Canada, Qantas und Singapore Airlines. Lufthansa fordert seine Passagiere auf, die Geräte nicht auf US-Flüge mitzunehmen. Grund dafür, in den USA ist das Smartphone an Bord jetzt generell verboten. Laut US-Behörden werde das Telefon als gefährliches Material betrachtet. Den Passagieren drohen Strafen, sollten sie das Gerät trotzdem mitnehmen. Das Modell Note 7 hatte zuletzt immer wieder angefangen zu brennen. Samsung stellte inzwischen die Produktion des Smartphones endgültig ein.